Also nur eine bestimmte Tatsache oder darf man nicht in Zweifel ziehen? Sie wissen welche. Ich meine, dass ein Land kein freies Land ist, in dem die freie Rede unterbunden wird mit drastischen Straftaten. Aber Österreich macht es genauso. Ja? Also ich meine, da mag sein, was will. Holocaust. Ja? Also ich war nicht dabei. Kann ich nur sagen, war zu jung. Ja? Dass man nicht über irgendwelche Dinge reden darf, wahr oder unwahr. Der große Kant hat gesagt, Redefreiheit heißt, das ist ein Recht, das aus der Freiheit folgt, dass man alles sagen kann, veri loquum, falsum loquium, also sei es wahr oder unwahr. Es muss ja keiner einem glauben. Ne? Das ist Redefreiheit. Ja? Man muss über alles sprechen können. Aber dieser Tatbestand, Volksverhetzung, unterbindet das und es gibt bis zu 5 Jahren Strafe, ist jetzt verhängt worden. Also ich stehe nicht an, da irgendwas in Frage zu stellen, das ist überhaupt nicht mein Thema. Aber ich rede darüber auch nicht, weil es verboten ist. So ist die Lage. Man darf sich darf weder für noch gegen, man darf das nicht diskutieren, auch nicht wissenschaftlich. Das ist kein freies Land. Ja? Ganz egal, welcher Meinung man ist. Ich habe ja keinen Zweifel daran, dass da ungeheure Verbrechen geschehen sind. Also muss da jeder darüber reden können und darüber sich Gedanken machen können, wie er will. Ja? Und das wird in der Strafe, auch in Österreich, auch in Frankreich. Ja? Das ist ja nun schon auffällig. Und wenn über andere Dinge die Unwahrheit gesagt wird, ja, dann ist es Meinungsäußerung beim Bundesverfassungsgericht. Es ist Meinungsäußerung. Nicht? Und da sind sie mehr als großzügig. Und sie wissen ja, wie die Presse mit den Menschen umgeht. Rufmord, nicht? Also als ich in Österreich war, in dem wunderbaren Palais Auersperg in Wien, eingeladen von einer Zeitung, die damals sehr bekannt war, selbst veranstaltet, die auch mit dem Namen Jörg Haider verbunden war, also die entsprechende Zeitung, die hatte eine Veranstaltung über den Beitritt gemacht, 94, über den Beitritt. Und ich hatte ja gerade den Prozess geführt, war also in Deutschland sozusagen derjenige, der Bescheid wusste, war eingeladen. Da hat der Außenminister gesprochen, der den Beitritt von Österreich im Wesentlichen bewirkt hat. Mock, krank, schwer krank. Und dann haben Unternehmensvertreter gesprochen, aber auch Jörg Haider. Also super Veranstaltung, 3000 Leute, super angezogen, also fein, vornehm, wienerisch. Riesenbeifall, als Mock sprach, Riesenbeifall. Nur noch größer war der Beifall, als Haider sprach. Ich habe auch ein bisschen Beifall gekriegt, hielt sich in Grenzen. In Ordnung, war eine super Veranstaltung. Ja? Aber was meinen Sie, wie in Deutschland, in meiner Region da gehetzt wurde? Ja? Ich musste Sonderveranstaltungen über mich ergehen lassen an der Universität, wie ich da hinfahren konnte, obwohl da Jörg Haider auch gesprochen hat. Ne? Ich hatte ja Jörg Haider die Hand gegeben, nur ganz kurz hat er mir guten Tag gesagt, der gar keine Gespräche führt. In letzter Zeit erzählte der Dekan, war ich gerade nur noch braunes Zeug. Ja, weil ich am selben Podium wie Jörg Haider saß. Und dass da Außenminister Mock gesprochen hat, wurde gar nicht erwähnt. Also eine super Hetze mit Bild, zweite Seite, so richtig am Sonnabend. Ja, super Hetze. Das ist also deutsche Presse. Nicht? Also da, das ist ja Meinungsäußerung. Da wird systematisch diffamiert. Also ich habe das ganz gut überstanden, weil die Studenten immer auf meiner Seite standen, weil ich unglücklicherweise der Top-Professor in Nürnberg, Erlangen-Nürnberg bin. Also von Studenten, Sie kennen das Ranking da, ne? Also was die machen, ist nicht so wichtig. Aber ja, aber da kriegt die Zeitung keinen Keil zwischen mir und den Studenten.